Jo, herzlich willkommen zu FTL und hier ist euer Captain Jockel und wir machen uns wieder auf dem Weg in die unendlichen Weiten. Blub, blub. Ich habe schon ein bisschen Schiffe freigespielt, wie dieses hier. Ich weiß gar nicht. Nein, ihr wart da nicht bei. Ich glaube, das hier, das kennt ihr schon. Das ist aber recht kacke, deswegen das hier. Das ist ganz okay. Den kann man was anfangen. Wir bleiben bei der Stufe leicht und Inhalte der Advanced Edition schalten wir an. Was brauchen wir noch? Die Crewmitglieder benennen wir hier nicht großartig um. Ich lasse sie einfach so, ja? So, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen heute. Ich denke mal, wir starten einfach mal. Die Daten, die du an Bord hast, sind für die Föderationsflotte von größter Bedeutung. Du benötigst Vorräte für die Reise, also erkunde jeden Sektor, bevor du zum nächsten springst. Aber erreich den Ausgang, bevor dich die Rebellenflotte einholt. Tipp: Treibstoff. Jeder Sprung verbraucht eine Treibstoffeinheit, also behalte deine Reserven im Auge. Kaufe Treibstoff im Shops, um nicht irgendwann auf dem Trockenen zu sitzen. Ja, alles klar. Ich werde es jetzt, glaube ich, auch nicht jedes Mal vorlesen, glaube ich. Weil die Texte wiederholen sich auch, ne? Ich glaube, ihr habt schon die meisten Texte schon mitbekommen. Dann, würde ich sagen, machen wir unseren ersten Sprung. Nein, machen wir nicht den ersten Sprung. Wir schalten die Waffensysteme schon mal an. Gönnen uns schon mal hier so, zack. Um den Triebwerk die maximale Energie zu geben. So. Und jetzt machen wir den ersten Sprung. Auf geht's. Da ist der Ausgang, da wollen wir hin. Gucken aber, dass wir hier möglichst viel abgreifen können. Schauen wir mal unsere Kosten, aber wir fliegen auf der Asmen. Noch ist von der Rebellion nichts zu sehen. Eindringlinge an Bord. Fing ja gut an. Das ist immer sehr scheiße, Eindringlinge an Bord. So. Ich weiß nicht, was wir da haben. Wir haben zumindest kein Schiff gegen uns. Ich werde erstmal hier locken und alle Bereiche aufmachen. Sie ersticken sozusagen nur da bleibt zu. So, das da auf, ja. So. Ja. Dann schauen wir mal, ob alle jetzt dahin laufen. So. Ach ja, der hat hier keinen. Machen wir mal zu, dass der nicht erstickt. Ja, meine Sauerstoffanlage habe ich gemacht. Nee, ist heil. Achso, der hat da noch ein Loch auf dem Hoppala. Huch. Achso, wieder ist heil. Gut, machen wir wieder zu. Der Kampf ging an uns. So, die Runde. So. Ist alle noch nicht spezialisiert, deswegen können wir sie alle noch grob verteilen. So. Der muss in die Krankenstation. Nicht, dass er uns kaputt geht. Ich passe nur drei in die Krankenstation, das ist sehr schade. Okay. Warten wir noch ein bisschen, bis er fit ist wieder. Dann. Alles klar. Alles klar, es läuft. Ja, wir müssen Sauerstoffanlage auf jeden Fall verbessern. Das ist mir zu lahm noch. Alles klar, dann fliegen wir dahin. Damit gleich so angreifen, natürlich angreifen. Fischen wir als erstes mal das Waffensystem. Drohne als nächstes. Autofeuer anschalten. So, schon mal aus. Und dann machen wir die Druidenstation aus. Als nächstes, so. So, das ist damit auch deaktiviert. Dann, wenn er uns nicht abhaut, zerstören wir den Antrieb.
So, abhauen tut er auch nicht mehr. Das ist der Nachteil in diesen maschinengesteuerten Schlachtschiff. So, den haben wir. Leicht verdientes Geld, würde ich sagen. Station untersuchen. Oh, haben wir noch einen Schnellfeuerlaser noch dazu gekriegt. Wunderbar. Den können wir nur noch nicht betreiben. Wir müssen dazu unsere Waffenstation erweitern. Das reicht noch nicht aus. Ich glaube, richtig viel Energie hier. Meine Schwede. Da haben wir noch was vor uns. Alles klar, dann weiter. Ich hoffe, wir schaffen es noch zu beladen, das Ding. Na, das können wir da noch nicht reintun. Brauchen wir ein bisschen mehr. Der braucht ja vier. Wir brauchen vier Steigerungen. Alter Schwede, das ist ja teuer. Das Ding zu leveln. Ja. Noch einer. Das ist ja gut. Geht das gleiche Spiel nochmal los. Schalten das Waffensystem aus. Ah, unser Schild müssen wir auch unbedingt verbessern. Mal nicht dran vorbei. So, Waffensystem ist aus. Jetzt schalten wir die scheiß Drohne aus. So, auch aus. So, zack. Dann können wir natürlich generell zerstören, oder? So, das ist schön. Zack. Ah, sehr gut. Das reicht aber nicht aus, ne? Das reicht nicht aus. Kostet 25. Kann ja nichts steigern im Prinzip. Ne. Nix rennen. Weiter geht's. Dann fliegen wir hier hin. So, falsch. Das. So. Hier das gleiche Spiel, Waffensystem ausschalten, das erste. So. Was haben wir hier für Gefahren? Du bist in einem Nebel, deine Sensoren funktionieren hier nicht, aber die Rebellenflotte rückt auch langsamer auf dich zu. Da haben wir ein Loch. Gut, der schießt auf jeden Fall nicht mehr auf uns. Dann zerstören wir seinen Triebweg. So, zerstört. Alles klar. Weiter. Dann springen wir hier auch gleich weg hier. Zack. Okay, ist nichts. Das ist gut. Und da ist unser Rest. Den können wir mal gleich reparieren. Zu zweit geht's schneller. Okay, kann er überhaupt helfen? Da repariert ich auch an die Krankenstation. Ach Gott, ist alles aus. Sehe ich jetzt erst. Also ich das noch ausgeschaltet. Hat sich das heimlich ausgeschaltet hier. So, okay. Hier wieder aus der Station. Hopp. Gut. Dann fliegen wir weiter in kleinen Schritten. Du entdeckst ein kleines Rebellenschiff in der Nähe. Es scheint für den Transport umgebaut worden zu sein. Ja, war und so. Bin natürlich nicht weiter. Also kampfbereit, wie auch. Zack. Waffensystem ausschalten. Reparieren die. Verfehlt, was ist da los? Mist. So, Waffe wieder aus. Schild zerstören. Ach, da war ab, die Sau. Ach, im Vorfall habe ich gar nicht gesehen. Mal waren da ein Vor, wenn die gleich abhauen.
Ist ein anderes. Okay. Oh oh. Boy. Oh Mann. Das Wichtige ist reparieren. So, das ist Maus. Vor uns auch wieder abhaut. Wasser schon repariert? Scheiße. Die hauen alle so schnell ab. Beigen Schweine. Jetzt müssen wir langsam Richtung Ausgang gehen. Ihre Bellen kommen wir näher. Eingreifen und außen was verteidigen. Weiter. So. Das läuft alles nicht so gut gerade. Bitte kurze Folge. Ach du Scheiße. Brust ist ein sehr, machen wir es da. Und lassen den auch helfen da. Also, aber der ist ein Weichkörper, der, der kann nicht so viel ab. Den nicht kaputt. Nee, der Antrieb war schon zu spät. Hat zerstört, wunderbar. Sehr schön. Weil wir brauchen noch ziemlich viel für unser. Der reicht noch nicht aus, das Ding anzuschalten. Das braucht richtig viel Energie. Da müssen wir noch hinarbeiten und wir müssen auch eine Werkstatt finden. Sehen so insgesamt auch nicht mehr gut aus. Aber das ist noch ein Notfall. Da fliegen wir auch hin. Dem Schiff scheint der Treibstoff ausgegangen zu sein und der Crew kurz darauf die Lebensmittel. Trotz der grausigen Entdeckung kannst du einige Dinge aus dem Frachtraum mitnehmen. Du findest einen überlebenden Crewmitglied, das im Kühlraum eingesperrt, aber völlig unversehrt ist und von der hungrigen Crew übersehen wurde. Okay. Da haben wir einen mehr. Das ist gut. Ich weiß noch gar nicht, wo ich den hinpacke. Ich packe den mal hier hin. So. Na ja, wir haben auch keine Fähigkeiten. Alles klar. Hat sich der Ausflug ja gelohnt. So, und da sind wir auch schon bei den nächsten. Die 5 Raketen. Ja, können wir ihnen 5 Raketen überlassen. Na, alles klar, nehmen wir mit. So. Noch ein Tischsteiger brauchen wir 50. Okay. So. Okay, dann springen wir in die nächste Galaxie und sehen uns dann auch in der nächsten Folge dann auch. In diesem Sektor wieder. So, komm, den Sprung machen wir mit. Suchen wir aus hier zu Sultangebiet und da unten das Engi-Gebiet. Wir nehmen das Engi-Gebiet, Sultangebiet, wir nehmen das Sultangebiet. Alles klar, alles klar. Bis dahin. Und ciao.